Herzlich willkommen zum Abschluss des Freiwilligentages 2020. Wir sind hier in der Volksbühne am Kauenberg und ich freue mich ganz doll, tatsächlich hier zu sein. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, es gab etwas Verzögerung. Akademische Vierte zieht schon nicht mehr. Es sind 20 Minuten geworden. Hier waren wir alle hoch aufgeregt, weil die Technik nicht funktioniert hat. Daran sieht man, es ist live. Bitte verzeiht, dass ihr so lange warten musstet, aber jetzt sind wir hier und neben mir steht Christine Sattler. Christine Sattler. Sie ist tatsächlich die Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur. Die Freiwilligenagentur hat vielleicht was zu tun mit dem Freiwilligentag. Wer weiß. Christine, hast du dazu was zu sagen? Zum Freiwilligentag? Gar nichts. Nein. Nein, natürlich habe ich dazu was zu sagen. Wir sind hier heute am Ende des 16. Freiwilligentages, der um 18 Uhr, also vor ein paar Minuten, zu Ende gegangen ist. Und alle haben es gemerkt, es ist ein besonderer Freiwilligentag, es ist ein etwas anderer Freiwilligentag, anders als in den 15 Jahren zuvor. Als wir vor ein paar Wochen überlegt haben, gemeinsam ausfallen lassen oder doch stattfinden, haben wir eigentlich nicht lange gebraucht, um zu sagen, wir probieren es einfach. Es fällt momentan so viel aus und wir haben gedacht, lasst uns mit den Mitveranstaltern überlegen, wie wir diesen Freiwilligentag trotzdem durchführen können. Ein bisschen digitaler, ein bisschen mehr zu Hause, für manche in kleinen Gruppen natürlich auch draußen. Und was wir aber vor 4 Wochen ungefähr nicht geahnt haben, dass dieser Freiwilligentag trotzdem so ein Erfolg wird. Und was genau passiert ist in den letzten 2 Tagen, dazu erzählt die Sulamit in der Pause zwischen den Bands, die wir gleich hören, noch ein bisschen mehr. Ich möchte eigentlich an der Stelle auch gar nicht so viel mehr sagen. Ich möchte allen, die zuschauen, und ich hoffe, das sind ganz viele Freiwillige, die jetzt 2 Tage so fleißig waren, mitgemacht haben, Dinge entwickelt haben, vorbeigebracht haben, Stolpersteine geputzt haben, Müll gesammelt haben und. Ich wünsche euch allen, und uns natürlich auch, ganz viel Spaß, ein ganz tolles Konzert mit 2 tollen Bands. Genau, und da sind wir schon beim Stichwort. Wir haben tatsächlich 2 Bands gefragt, ob sie nicht Lust hätten, für uns so einen digitalen Abschluss zu machen für den Freiwilligentag. Und wir sind total begeistert und sehr, sehr dankbar, dass wir tatsächlich 2 Bands gefunden haben, die sagen, ja, Freiwilligentag, können wir unterstützen, da sind wir mit Herz dabei. Und deswegen haben wir hier zu meiner Linken, das ist Montana, und zu meiner Rechten ist Soha, aber eigentlich heißt die Band Soha and Montana. Genau, und ich würde jetzt einfach euch tatsächlich die Bühne überlassen und freue mich ganz doll auf eure wundervolle Musik. You now, wise far ahead, one step at a time as you balance your weight. You made it so far, there's no turning back, just forward or down. No clear destination and no guiding hands. There used to be something inside you back then, some sense of connection and ancient perception that isn't there now. There's a voice in your head saying things will get better. Some innocent will rise above all of this chaos they left you.
behind. Don't look back, you were never there, you were only waiting. Don't look back, you were never there, they were only joking. Don't look back, you were never there, you were only waiting. Don't look back, you were never there, they were only joking. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Hallo. Ja, ein Hallo natürlich auch nochmal von uns, Sohan Montana. Wir freuen uns riesig, bei diesem Freiwilligen Tag mit dabei sein zu können und haben euch ein paar Lieder mitgebracht, eine Mischung aus selbstgeschriebenen Liedern und auch einem Cover. Und unser nächstes Lied ist tatsächlich auch schon auf Hebräisch, Sohas Muttersprache. Wir haben uns ja damals in Israel kennengelernt und dort zusammen begonnen, Musik zu machen und sind jetzt schon seit 2,5 Jahren in Halle am Start, genau. Und das nächste Lied heißt Haim. האם יש עוד דבר שלא אמרתי? האם נותר עוד משהו להוסיף? כי אם לא תאהבי אותי עכשיו, כבר לא תאהבי אותי לעולם. האם יש עוד דבר שלא הזכרתי? אולי בדיחה שכחתי לספר? כי אם לא תאהבי אותי עכשיו, כבר לא תאהבי אותי לעולם. האם יש איזה פרט אותו החסרתי? אולי יש בי עוד צד שלא גילי? כי אם עדיין את לא מכירה אותי, כבר לא תכירי. האם אינך רואה את מה שיש בי? האם זה כל כך נוח לפספס? כי אם את לא רואה את זה עכשיו, כבר לא תראי זאת לעולם. Thank you.
schön. Dankeschön. Oder auch Todarabah auf Hebräisch. Todarabah. Das nächste Lied ist eigentlich, okay, I will speak in English, I hope you understand. So the next song, it's called Fairy Tales. We have recently made like a release of it. It's 1 week ago approximately, we released the single, and it's now in YouTube and Spotify and SoundCloud. So you can listen to it online in so many platforms. You can just choose. It's called Fairy Tales. Like I did years before, I just didn't know the way. Very early it went wrong. We were young and still believing, waiting for that magic star. They were rough and we were gentle. Very quick we didn't give a fight. Long ago it was so long ago, it was so long we are ago. We are because of years that were also important. Long ago it was so long ago, it was so long we are who we are because try to fix a broken glass. Lately I've been blessed with beauty, kindness fell into my lap. Open arms will give you plenty, and open heart will give you all you so long ago. It was so long we are ago. Going on because there's nothing like the first impression. Try to fix a broken glass. Ooh. Thank you. Dankeschön. Dankeschön. Okay. So, das nächste Lied ist ein Cover. Genau, von der Sängerin Hindi Sara. Ich muss mal schon trinken. Prost. Und das heißt? Stand Up. Stand Up. Auf dem... Ja.
In einem anderen Ton. Dankeschön. Two knees, baby, tell me what do you need. Stand up on your two feet, baby, it's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. Show and prove, make a move, do what you gotta do, do what you gotta do, so. Zwar wieder zurück zu einem selbstgeschriebenen Lied. Übrigens, alle unsere eigenen Lieder stammen aus der Feder von Soha. Also er verfasst sämtliche Texte und Melodien. Genau. Und natürlich könnt ihr uns immer folgen und euch unsere Musik anhören und natürlich auch auf der Facebook-Seite mal vorbeischauen für upcoming Events, also für folgende Konzerte, die hoffentlich auch bald wieder in
live und persönlich stattfinden können. Ja. In your hands. In your hands. Dankeschön. Und thank bis you bald. Very much. Bis bald. So, Suhan und Montana, vielen, vielen Dank. Das war bezaubernd. Es war ganz toll. Noch eine kurze Frage. Ihr hattet yeah. ein hebräisches Lied dabei. Ja, yeah, genau. Das hieß? Haim. Was heißt Haim? Haim, es gibt kein Wort auf Deutsch für Haim. Das ist, wenn wir möchten eine Frage stellen. So, zum Beispiel auf Deutsch, man kann sagen, möchtest du trinken? Aber auf Hebräisch, wir sagen, du möchtest trinken zum Beispiel. Aha. Und Haim, am Anfang, zeigt er, das ist eine Frage und nicht einfach ein Satz. Ah, okay. Ja, das ist eine vielen, Fragewort. Vielen Dank. Okay, mein Hebräisch ist etwas beschränkt, deswegen vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Es war wirklich ganz, ganz wundervoll. Ja, jetzt haben wir eine kleine Umbaupause, also nicht für euch, aber für die nächste Band, die jetzt umbauen darf und kann.
und Platz nehmen darf, genau. Und in der Zeit würde ich gerne mal mit der Sulamit Fenke-Ebert sprechen. Sulamit Fenke-Ebert ist auch von der Freiwilligen Agentur und hat den Freiwilligentag mit einem unglaublich tollen Team geplant, dort ganz intensiv dran gearbeitet. Und deswegen glaube ich, bist du die richtige Person, dass ich dich mal frage, erzähl mir, wie ist es gelaufen? Ja, der Freiwilligentag 2020 war natürlich so anders als die anderen Freiwilligentage. Wohl wahr. Kein Wunder. Wir haben viel Zeit in unserem Beratungsladen tatsächlich verbracht und da kommen wir auch gerade her, weil der wie so ein kleiner Umschlagplatz war gestern und heute. Also wir saßen da zwischen ganz vielen Dingen, die abgegeben wurden. Die Tür ging auf und zu von vielen, vielen Freiwilligen. Zum Beispiel haben wir über 130 Bücher in den letzten Tagen in Empfang nehmen können mit ganz lieben persönlichen Grüßen und Widmungen für Patienten im Elisabeth-Krankenhaus und haben uns gefreut, die gestern abzugeben. Es sind kleine Pflänzchen abgegeben worden, also vier Kisten, zum Teil sah es aus wie im Dschungel, wie im Blumenladen bei uns. Und ganz besonders schön, viele Dinge, die anderen Mut machen sollen, die Verbundenheit zeigen, zum Beispiel Hoffnungsbriefe für Senioren. Und also da ist ein ganzer großer Stapel bei uns angekommen. Und unter anderem haben wir auch einen Brief aus dem Briefkasten geholt, der kam aus Kassel. Das fanden wir total bemerkenswert, ein Hoffnungsbrief für ältere Menschen, ganz persönlich, genau, von jemandem, der das auch in Kassel mitbekommen hat. Und so gibt es viele Dinge, wie auch kleine selbstgenähte Luftballonhüllen für eine Kinderkrabbelgruppe im Familienzentrum und so weiter. Das heißt, der Freiwilligentag ist gar nichts mehr Lokales, es ist überregional tatsächlich angekommen. Das heißt, auch andere Menschen aus Deutschland haben anscheinend Aufmerksamkeit bekommen von dem Freiwilligentag. Das war ein komischer Satz, das weiß ich, aber nun gut. Das ist fantastisch. Hast du noch mehr Anekdoten, noch irgendwelche besonderen Begebenheiten, die heute und gestern passiert sind? Noch irgendwelche lustigen oder bemerkenswerten Storys? Naja, in Zeiten von Digitalisierung ist das ja tatsächlich so, ja. Gott sei Dank, auch dieses Konzert, wer weiß, wer uns heute alles so zusieht, das ist wunderbar. Unter anderem habe ich von Leuten gehört, die sich schon angeschaut haben, wo sie denn Stolpersteine putzen wollten. Und als sie hinkamen, haben sie festgestellt, sie hätten früher aufstehen sollen wahrscheinlich. Diese schöne Aktion und wichtige Aktion eigentlich, wirklich diese Stolpersteine zu putzen. Aber gefühlt ist wirklich in der Innenstadt und auch in vielen anderen Stadtgebieten ganz viel gemacht worden, blitzeblank geputzt. Das finden wir total schön. Viele Fotos sind davon auch hochgeladen worden. Und es gab Freiwillige, die bei uns auch Müllzangen abholen konnten und dann losgezogen sind, Müll einsammeln. Ach, und so weiter. Super. Viele Berge von Mülltüten sind zusammengekommen und die gesagt haben, ach naja, und gestern war ich schon im Krankenhaus und habe da einen Kuchen abgegeben. Also durchaus auch viele, die mehrfach aktiv waren und ich glaube, die Fotowand auf der Freiwilligentagsseite, die zeugt auch davon, was alles passiert ist. Da sieht man wirklich die ganze Bandbreite von vielen schönen Dingen, die an diesen zwei Tagen, ja, die Engel für zwei Tage, muss man sagen, gezaubert haben. Das heißt, die Menschen haben wirklich Herz und Engagement gezeigt für ihre Stadt, für andere Menschen, für die Umwelt, was ich ganz besonders toll finde. Erzähl mir mal, ich habe jetzt mich einen Tag lang engagiert, ich tatsächlich dieses Jahr leider nicht, aber in der Tat finde ich das gerade total spannend. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, eigentlich müsste ich sowas mal wieder machen, aber es gibt jetzt irgendwie nicht jeden Tag einen Freiwilligentag, oder doch? Naja, das Motto könnte schon sein, jeder Tag ist ein Freiwilligentag, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wir sind ja die Freiwilligenagentur und deshalb haben wir natürlich gemeinsam mit vielen anderen Vereinen, Organisationen in Halle viele Ideen, was man tun kann. Und die stellen wir auf der Engagementplattform engagiertinhalle.de tatsächlich auch immer vor. Jetzt ist gerade so ein Punkt, wo wir natürlich mit anderen gucken müssen, was kann man jetzt in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Corona tatsächlich tun. Und auch hier das Motto Umdenken statt Absagen. Also wir sind im Gespräch mit vielen Vereinen, die jetzt auch natürlich neue Engagementangebote vielleicht auch digital ins Leben rufen und aktualisieren da gerade ganz viel. Ich denke, das lohnt sich in den nächsten Tagen und Wochen da unbedingt drauf zu gucken und ja, dann auch dieses Motto, jeder Tag ist Freiwilligentag. Super, vielen, vielen Dank dafür. Dann würde ich gerne jetzt überleiten und zwar geschickt überleiten zu unserer nächsten Band. Die heißt Zweivierteltanz. Es gab da schon ein paar Verwirrungen mit den Namen und dazu würde ich gerne mal den Frank. Frank, bist du irgendwo in der Nähe? Ja. Kommst du zu meiner Linken? Ich bin Linkshänder, deswegen ist das die gute Seite von mir. Wunderbar. Möchtest du das selber halten? Dankeschön. Das ist super. Frank, Zweivierteltanz. Erzähl mir was darüber. Was ist das? Ja, Zweivierteltanz sind eigentlich drei Musiker, die sich aus
bekannten hallischen Bands mal zusammengefunden haben, um zu sagen, wir haben eigentlich eine ganze Menge an Material auch hier herumliegen und das wollen wir irgendwie mal ein bisschen geschickt produzieren. Und da haben wir nach einem neuen Sound gesucht und deswegen haben wir uns zusammengetan und aufgrund der Kürze der Zeit haben wir heute natürlich nicht fünf eigene Titel, die wir im Programm haben, sondern auch Coverversionen, die wir spielen. Ja, und wir sind von Viertelpoet, von Zwei Seiten und Regentanz. Und deswegen, das sind Bands, das richtig? Sind Bands aus Halle, okay. Genau. Und deswegen kam der Name irgendwann mal eigentlich als Projektidee zustande. Zwei Viertel Tanz von Zwei Seiten, Viertelpoet und Regentanz und so ist es erstmal geblieben. Ihr habt also aus allen Bands ein Stück von dem Namen genommen und deswegen seid ihr Zwei Viertel Tanz. Richtig, genau. Ich habe gedacht, wir tanzen jetzt hier. Ja. Okay, gut, dann tanzen wir jetzt nicht. Aber dennoch möchte ich gerne nochmal fragen, was für Musik macht ihr eigentlich? Ist das was ganz anderes, als ihr früher gemacht habt oder was ihr mit den anderen Bands macht? Naja, also die Arrangements unterscheiden sich schon deutlich voneinander. Das heißt also, wir haben ja im Prinzip auch eine andere Instrumentation dazu, beziehungsweise der Martin spielt ja auch die Geige dazu. Und wenn halt immer mal ein Musiker dazukommt, gibt es natürlich auch ein anderes Arrangementkonzept. Natürlich. Und Regentanz klingt ein bisschen härter, das ist klar, da sind Elektro-Gitarren mit dabei. Viertelpoet ist da schon ein bisschen sanfter und Zwei Viertel Tanz hat natürlich jetzt auch eine eigene musikalische Klangfarbe entwickelt. Können wir uns ja gleich selber von überzeugen. Letzte Frage. Warum macht ihr hier mit? Warum gebt ihr für uns hier ein Konzert als Dankeschön für den Freiwilligentag? Was bedeutet dir der Freiwilligentag? Ja, Freiwilligentag, wir sind eigentlich schon seit längerer Zeit immer mal mit Sula mit in Kontakt und haben auch schon zweimal beim Freiwilligentag als Dankeschön-Konzert gespielt, als Viertelpoet. Und das können wir natürlich auf der kleinen Bühne auch nicht machen, deswegen auch heute nur mit drei Musikern, aber ich hoffe, es klingt auch toll für diejenigen, die zuhören. Und der Freiwilligentag hat uns eigentlich immer bisher begleitet und da wollen wir auch gerne dabei bleiben. Super, dann gucken wir jetzt mal, was ihr für uns im Petto habt. Fünf tolle Songs, ich freue mich drauf. Ja, hallo, hier ist Zweivierteltanz auf der Bühne der Volksbühne Kaulenberg in Halle. Vor mir stehen merkwürdig viele Kameras und kaum Menschen im Raum, eigentlich nur wir hier. Und das ist alles ein bisschen technisch ausgerichtet. Wir freuen uns aber, dass wir für das Publikum des Freiwilligentages Halle heute hier spielen dürfen mit dem neuen Projekt Zweivierteltanz. Aus Musikern der Bands Regentanz, Zwei Seiten und Viertelpoet. Und der eine oder andere hat vielleicht auch unser neues Video schon von Zwei Vierteltanz gesehen. Das heißt Halleluja und ist natürlich auch von uns in den 60er Jahren bereits geschrieben worden. Dann später kam 1981 Leonard Cohen, den habe ich auf dem Roten Platz in Moskau getroffen. Der fand das so toll, dass er es am nächsten Tag gleich in Kanada aufgenommen hat. Und seitdem ist es weltbekannt. Ja, wir hatten natürlich da keine Chance, die Tantiemen dafür zu bekommen. Ja, ein deutscher Text ist uns dazu eingefallen und habe ein bisschen Freude bei uns, bei unserem Konzert hier, Zwei Vierteltanz auf der Bühne, Volksbühne am Kaulenberg. Jeder Tag, ein neuer Tag mit dir, ein Sprung in fremdes Wasser, jede Stunde ohne Takt, die Seele ungezwungen nackt, durchgeknetet, weich gebadet, geballte Wohltat, unbeschadet, Seelenheil bewahre, Trost verfasse. Du machst mich seltsam sprachlos, mein Denkprogramm fährt runter. Seltsam sprachlos, die wilde Welt geht unter. Seltsam sprachlos, in allen Wipfeln ist Ruhe. Das alles machst nur du. Seicht ist jeder Ozean, nur du.
bist es nicht. Trollend rollt die Welt in Hass die Ruhe. Sitz auf deinem Mast, unbeugsam, ein harter Wächter. Ungerechtigkeitswächter, lahmes Leben abgehängt mit freundlichem Gesicht. Du machst mich seltsam sprachlos. Kontrollverlust auf allen Stufen, seltsam sprachlos. Auch wenn die Wölfe rufen, seltsam sprachlos. Dein Frieden wärmt mich radikal. Du bist ein Schweigen ohne Qual. Trauerern, Rosenrittanz, so kann die Wahrheit leben. Alle offenen Wunden heilen, kann in mir und jetzt verweilen. Vergangenes wird blass und blass, und alles wird in ruhiges Wasser. Stille Szenen ohne Schmerzen, lebhaften Vergeben. Seltsam sprachlos, schmeidiges Gestalten, seltsam sprachlos, lebendes Obwalten, seltsam sprachlos, im Frieden wärmt mich radikal, du bist Schweigen ohne Qual, nur du. Schweigen ohne Qual, nur du bist. Schweigen ohne Qual. Ja, der nächste Song ist all den Menschen gewidmet, die jetzt in der schweren Zeit natürlich auch alle möglichen Existenzängste etc. Erlebt haben, vielleicht auch noch erleben müssen. Ganz besonders ist es einem kleinen Mädchen gewidmet, das uns jetzt wahrscheinlich hoffentlich zuschaut und am 13. Mai Geburtstag hat, 7 Jahre alt wird und ein ganz großer Fan von diesem Song ist. Der Song heißt Glaub an dein Leben und meine Clara hat immer gesagt, glaub an mein Leben. Ja, natürlich glauben wir auch an dein Leben, Clara, und freuen uns, dass du uns jetzt zuschaust. Und wir wollten nur sagen, dass du ein ganz tolles Mädchen bist und eine wunderbare Mama und einen wunderbaren Papa hast. Glaub an dein Leben. Wenn deine Liebe mal nicht in dein Leben passt und alles Grübeln schließlich nur sich selber hasst, wenn ohne Zweifel alle anderen glücklich sind und so gewissensfrei im lauen Sommerwind. Glaub an dein Leben, es braucht einen langen Atem. Glaub an dein Leben, es braucht einen langen Atem. Oh, glaub an dein Leben. Wenn keine Macht der Welt dir deine Sorgen nimmt und sich dein Spiegelbild vor sich selber schämt, wenn alle Freunde aus dem Licht gegangen sind und sich des Lebens freuen im lauen Sommerwind.
glaub an dein Leben. Es braucht einen langen Atem. Glaub an dein Leben. Es braucht einen langen Atem. Oh, glaub an dein Leben. Wenn ohne Federn nur noch deine Flügel sind und alles Unglück in der Glut des Lebens glimmt, wenn du nur trostlos stumm auf diesen Abgrund siehst und diese Erde schon in deinem Geiste fließt, glaub an dein Leben. Es braucht einen langen Atem. Glaub an dein Leben. Es braucht einen langen Atem. Oh, glaub an dein Leben. Es braucht einen langen Atem. Glaub an dein Leben. Es braucht einen langen Atem. Oh, 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 oh. Ah, ah. Glaub an dein Leben. Vielen, vielen Dank. Ja, beim nächsten Song haben wir uns gedacht, es ist vielleicht auch für den einen oder anderen jetzt ein großes Problem, überhaupt mal dieses Jahr auszuspannen und so mal so die richtige Urlaubsatmosphäre überhaupt wahrnehmen zu können. Vielleicht können wir ja wieder irgendwann mal in den Urlaub fahren, im Moment ist es ja ein bisschen schwierig. Wir haben es mal versucht einzufangen, der Song ist von Kai und Mallorca-Feeling? Ja, ja, klar. Zweitheimat. Und ganz traurig, dass wir dieses Jahr nicht hinkommen. Ja, das ist sehr bitter, aber vielleicht ist das auch nur ja, eine nicht ganz so schlimme Einschränkung, die wir gerade durchmachen müssen, aber es ist trotzdem bitter. Und ich glaube, daran merkt man auch ganz besonders, in welcher Freiheit wir leben und dass es vorher doch eigentlich ganz schön war. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, so einen kleinen Dämpfer zu kriegen. Und wenn der Dämpfer eben Corona heißt, dann nehmen wir den so an. Und wenn wir es hinter uns haben, dann nehmen wir vielleicht alles etwas dankbarer, so wie es einsagt. Genau. Ja. Der Titel heißt Du und ich. Freier Blick über den Balkon, typisches Chaos, diese Lebensform. Du liegst auf dem Bett, einfach schön. Ganz entspannt, könnt mich dran gewöhnen. Die Abendsonne, deine Haut wie Samt. Merke, wie sie sich unter Fingern spannt. Du nennst es perfekt und ich kenne es auch. Ist gerade alles, was ich brauch. Yeah. Du und ich in dieser Stadt. Wir haben das so oft geträumt. Davon werden wir nicht satt. Und das hätten wir versäumt. Du und ich in dieser Luft, Freiheit und das Leben. Und wenn es uns mal wieder ruft, sollten wir es uns einfach geben. Kaffee auf der Straße, im Wirrwarr. Genieße deine Wunde, deinen Mund, dein Haar. Bin stolz und froh, wenn du neben mir gehst und einfach du bist und du mich verstehst. Yeah. Du hast die Gabe, Zweifel wegzulachen. Du hast die Macht, Gefühle zu entfachen. Ich genieße alles, einfach dich. Es gibt zu viel, doch das brauch ich jetzt nicht. Yeah. Du und ich in dieser Stadt. Wir haben das so oft geträumt, davon werden wir nicht satt. Und das hätten wir versäumt. Du und ich in dieser Luft, Freiheit und das Leben. Und wenn es uns mal wieder ruft, werden wir uns einfach geben. Yeah. Ja, ich bin so oft am Wanken und ja, bin so oft nicht bei mir, ja.
zwischen all den Schranken fährt ein Zug von mir zu dir. Ja, ich bin so oft nicht bei mir, ja. Bin so oft nicht bei mir, ja. Zwischen all den Schranken fährt ein Zug von mir zu dir. Du und ich in dieser Stadt, wir haben das so oft geträumt. Davon werden wir nicht satt. Was hätten wir versäumt? Du und ich in dieser Luft, Freiheit und das Leben. Und wenn es uns mal wieder ruft, sollten wir es uns einfach geben. Dankeschön. Wie war das, der Satz bei... Für den gefühlten Applaus. Ja, ich wollte gerade sagen, wie war das bei anderen Streaming-Konzerten? Wir können euren Applaus... Ja, Bodo Wart gesagt in seinem Video, wir können den, oder ich kann den Applaus förmlich spüren. Ja, wir gehen auch in dem nächsten Song auch mal ein bisschen auf Spürung. Und das, was also so, glaube ich, das bestimmendste Gefühl in der letzten Zeit gewesen ist, war das Gefühl der Sehnsucht nach Freiheit, der Sehnsucht nach Kontakt, der Sehnsucht nach einem Miteinander, der Sehnsucht nach dem Aufheben der Beschränkungen, die es gegeben hat. Und da haben wir einen Song rausgesucht, der ist ursprünglich mal von Pöbel Schulz gespielt worden, das ist schon ziemlich lange her, der heißt Sehnsucht. Der Wind, Himmel grau, Frau schlägt Kind, keine Nerven und so allein, das Paradies kann das nicht sein. Männer kommen müde nach Haus. Kalte Seele fliegt hinaus. Kind muss weinen, Kind muss schreien. Schrei macht müde, Kind schläft ein. Ich hab Heimweh. Fernweh. Sehnsucht. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Sterne in der Nacht. Keines Kind ist aufgewacht. Kind fragt, wo die Sterne sind. Ach, was weiß denn nicht mein Kind? Ist der große Schwefelmond eigentlich von wem bewohnt? Warum ist der Himmel leer? Ist da oben keiner mehr? Ich hab Sehnsucht.
ich will nur weg. Ganz weit weg. Warum hast du mich geboren? Bevor ich da war, war ich schon verloren. Land der Henker, niemands Land, das Paradies ist abgebrannt. Ich hab Heimweh. Sehnsucht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will nur weg. Ganz weit weg. Ich hoffe, eure Mikrofone, nee, Lautsprecher, so am Laptop oder Handy sind jetzt nicht rausgefallen. Wenn nicht, wurscht, dann hört ihr stumm weiter und achtet auf unsere Lippen. Ja, wir kommen jetzt leider schon zum letzten Titel. Und das ist besagtes Halleluja. Und mit einem neuen Text, bezogen auf die Corona-Situation. Vielleicht kann der eine oder andere sogar schon mitsingen, zumindest beim Halleluja. Sollte das gelingen. Es kam über uns und es kam völlig neu. Wir glaubten, wir wären wirklich so frei, wir hielten uns wohl ganz für unantastbar. Wir können nicht gegen, nur mit der Natur, das merken wir schnell, doch blieb uns bald nur für uns und unsere Liebsten fest zu beten. Halleluja, 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 Halleluja. Wir blieben zu Haus und hielten uns aus. Wir konnten ja aus unserer Haut gar nicht raus. Wir wollten diese Plage nicht entfachen. Wir wollten uns schützen, die Eltern und mehr, und stellten es vor, wie es wieder wär, wenn wir gemeinsam singen Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Was sein wird, wird sein, wir wissen es nicht. Am Ende des Tunnels erscheint wieder Licht. Wir wollen achtsam und gelassen werden. Wir wollen wieder fühlen, was uns wirklich berührt. Wer Hoffnung, Glaube und Liebe spürt, der singt für alle Wesen hier auf Erden. Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Bleibt gesund. Bleibt gesund, kommt gut nach Hause. Danke fürs Zuhören. Und wer diesen Song nochmal hören möchte mit Video, der kann es natürlich auch bei einfach mal suchen, YouTube, Zweivierteltanz, und dann geht es auch nochmal zu hören zu Hause. Macht's gut. Ich glaube, wir haben ein paar ganz tolle Musikstücke zum Abschluss des Freiwilligentages erlebt. Ich darf zum Abschluss nochmal allen Danke sagen, vorneweg natürlich allen Freiwilligen, die in den zwei Tagen so fleißig mitgewirkt haben, aktiv gewesen sind, die Stadt verschönert haben, Zusammenhalt gezeigt haben. Vielen Dank natürlich auch allen Mitveranstaltern, Unterstützern und ganz besonders natürlich auch dem Team des Freiwilligentages, die in den letzten Wochen wirklich Unglaubliches geleistet haben. An der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns in einem Jahr im Mai. Genau. Und allen, die heute zugeschaut haben, an der Stelle noch einen schönen Samstagabend. Für alle, die uns jetzt nicht live zuschauen konnten, das macht gar nichts. Dieses Konzert wird nochmal zusammengeschnitten und wird dann auch auf der Seite des Freiwilligentages und ich glaube auch auf der Facebook-Seite später nochmal zu sehen sein. Also vielen, vielen Dank und bis ins nächste Jahr.